Und wir bitten euch, gebt alles für den nächsten Künstler. Und das ist Erik! Ach, ist das schön, Leute, die antworten. Gar nicht wie zu Hause. Egal. Ich komme gebürtig aus Köln. Ich muss gezwungenerweise in Aachen studieren. Aber wie gesagt, gebürtig aus Köln und dem Kölner oder dem Rheinländer an sich, sagt man ja so nach, das ist so ein lustiges Völkchen. Stimmt. Deswegen kommt jetzt ein lustiger Text über ein lustiges Thema. Beerdigung. Bitte, ernst. Jetzt saßen wir hier an Omas Küchentisch in Omas Wohnung, in der sie bis zur letzten Woche noch gewohnt hatte, und besprachen ihre Beerdigung. Ich weiß noch, was sie als letztes sagte, sagte meine Mutter. Kind, sagte sie, pass du gut auf alles auf. Ja, das war unser letztes Gespräch. Hatte sie euch noch was erzählt? Ich überlegte. Ich war zu ihr ins Krankenhaus in Ehrenfeld gefahren, war mit Blumen in der Hand auf ihr Zimmer gegangen und hatte mit ihr geredet. Ein letztes Mal. Wow, Oma, sie haben dir ja die Suite gegeben. Nice, 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 das Zimmer. Das Zimmer ist kacke. Ach, was? Man kann ja sogar von deinem Bett den Dom sehen. Dafür bezahlen andere Leute richtig Geld. Der Dom ist kacke. Was hat er mir je gebracht? Ja, aber die Pflegerinnen sind doch nett. Die Pflegerinnen sind kacke. Reden mit mir immer so langsam und bedächtig. Dabei bin ich schwerhörig, nicht doof. Und für das Hören habe ich ja die Dinger, sagte sie und zeigte auf ihre Hörgeräte, die neben dem Nachbarbett auf dem Boden lagen. Ja gut, aber dafür müsstest du die anziehen, Oma. Wie sind denn deine Zimmernachbarinnen? Die sind kacke. Die haben die Pflegerin gebeten, den Silbereisen anzumachen. Gott, war das schrecklich. Immer nur diese langweilige Musik und dann das Publikum, nur alte Leute, furchtbar. Und dann sind die auch noch so taub wie so eine Rinderhälfte. Selbst ohne Hörgeräte habe ich noch alle gehört. Die haben mich erst bemerkt, als ich ihnen die Dinger in den Rachen geworfen habe. Ich sag dir, die sind einfach nur kacke. Aber sagen kann ich es ja so laut ich will. Die sind ja taub. Die schon, dachte ich bei mir. Aber die fünf Enkel, die mit pikierten Blicken an deren Betten sitzen, bestimmt nicht. Nee, Schatzemann, ich sage dir, ich bin froh, wenn ich bald tot bin. Ach, Oma, jetzt sag doch sowas nicht. Ja, mal ganz ehrlich, was kommt denn noch Großes? Meine Kinder sind groß und verheiratet. Meine Enkel sind groß, wohnen allein und sind glücklich in Beziehungen und im Studium. Das Nächste, was kommt, sind Urenkel. Und da kommt ja nicht so schnell was. Oder? Naja, Oma, meine Freundin und ich, wir sind jetzt ein halbes Jahr zusammen und ich bin mit im Studium und wir haben eine Fernbeziehung und so ganz ohne Geld fürs Kind ist ja auch doof. Und Schwesterchen ist ja eh 4 Jahre älter, die muss ja auch eigentlich vorlegen, auch wegen biologischer Uhr und so. Tick-Tack, Tick-Tack, die wird nicht jünger, ne? Ja, siehste, das hat man davon. Schickt die Enkel aufs Gymnasium, damit sie Abi machen und studieren und wie danken sie es einem? Sie werden intelligent, ganz toll. Ich mein, früher, da hat das auch niemanden gestört, dass die Situation noch nicht perfekt für ein Kind war. Da hat man das einfach mal gemacht. Aber ihr nehmt Rücksicht und ihr könnt doch noch verhüten und ihr macht das so ja noch. Ihr denkt dran. Vor 60 Jahren hätte ich einfach nur auf ein Malheur warten müssen, aber heute müsste ich mit einer Nadel in Hand die Kondome suchen. Nee, danke. Ich mein, ich bin stolz auf euch, ohne Ende. Aber 10 Jahre warte ich jetzt nicht mehr auf Urenkel, da gehe ich lieber direkt. Sie war stolz auf uns, sagte ich nun zu meiner Mutter. Das hat sie mir im Krankenhaus extra noch gesagt. Seht ihr die Figur da oben? Fragte meine Mutter später. Das ist eine Madonna. Oma war immer sehr mariengläubig, sie hat sehr viele Madonnen in der Wohnung. Ich denke, wir sollten eine Marienmesse zur Beerdigung lesen. »Siehst du die Fjord da oben?« hatte Oma gefragt, als ich sie auf einen Kaffee besucht hatte. Wir saßen in der Küche und tranken aus litergroßen Kaffeepötten, nachdem ich sie davon hatte abbringen können, mir 5 Steaks in die Pfanne zu werfen, weil ich ja mal wieder so abgenommen hatte. »Ich finde die ja hässlich wie die Nacht, ne?« Hat uns damals die Tante Agnes immer mitgebracht. Jedes Mal, wenn die uns besucht hat, so eine neue Figur hingestellt. Habt die überall in der Wohnung. Wusst ja nicht, wohin damit. Aber aufstellen mussten wir ja, falls die Tante kütt. Hat nie angeroffen, die Tante. Stand einfach vor der Tür. Und nimmer so eine neue Figur. Aber aufstellen mussten wir ja, weil der Opa dachte, wir würden erben und sollten da lieb Kind machen. Und dann war die Tante tot, die Verwandten in Lommersdorf reich und ich hatte die Wohnung voll mit Brüll und weiß nicht, wohin. Auf jeden Fall muss der Leichenschmaus vegetarisch sein. Das war noch nicht der Witz. Aber ist okay.
Auf jeden Fall muss der Leichenschmaus vegetarisch sein, sonst steigt uns Magda wieder aufs Dach. Die lebt doch jetzt so, sagte mein Onkel, als wir in Omas Küche vor einem riesigen Modell des Restaurants saßen und versuchten, einen Sitzplan aufzustellen, der sämtliche verfeindeten Teile der Familie voneinander fernhalten sollte. Wir wussten, dass wir scheitern würden, weswegen es beim Leichenschmaus so wenig Besteck wie möglich überhaupt keine Messer am Tisch geben würde. Und weil die Bonner Verwandtschaft bei Opas Beerdigung das ganze Tafelsilber im Restaurant hatte mitgehen lassen. Das hatte Oma noch extra in ihrem Testament erwähnt. Warum bringst du ein Ding Fründin nie mit? Hatte Oma mich gefragt, als ich vor Jahren einmal bei ihr gewesen war. Sie ist Vegetarierin, hatte ich gesagt. Oh, das arme Kind. So kann man doch nicht leben. So ganz ohne Fleisch. Ein Leben lang nur Hühnchen. Aber keine Angst, Jung, du hast den Metz ja im Blut. Das hält nicht lang, hatte Oma gesagt und ihr Schinkenbrötchen in den Kaffee getaucht. Ich will auf jeden Fall eine schöne Messe, sagte meine Mutter nun. Wir sind Kölner und die Kirche ist bei uns sehr wichtig. Ich sag dir mal was über die Kirche, hatte Oma gesagt, als ich auf eine bischöfliche Schule kommen sollte. Wir sind Kölner, unkatholisch, also kölsch-katholisch. Und das heißt, die Kirche lässt uns in Ruhe und wir lassen die Kirche in Ruhe. Es hat einen Grund, warum der Kölner Erzbischof Jahrhunderte hier nicht in die Stadt durfte. Der hat sich daran nämlich nicht gehalten. Also, lern alles, was du kannst, aber glaub denen nicht so viel. Der liebe Gott findet das schon gut, was wir Kölner machen. Sonst steht der Dom in Bonn und der Schrein in Quadrat Ischendorf. Mach dir mal keine Sorge. Ja, ich glaube, Oma hätte sich über eine schöne Messe gefreut, sagte ich nun an Omas Küchentisch. Und wenn nicht, musste zumindest mal ein katholischer Priester für 2-3 Stunden arbeiten und das fände sie auch ganz gut. Danke. Riesenapplaus für Erik!